Mann! Hier, gleich erstmal das Leben nehmen. Alter, jetzt schießen die von da oben. Ernsthaft? Jetzt kommt wieder ein Raptor. Wie viel Schuss braucht der? Boah! Ich bin hier völlig überfordert gerade. Der sieht mich schon, bevor ich überhaupt hier oben bin. Schon wieder tot! Alle Leben, die wir uns vor... Was? Ich möchte mal eine Ruheminute. Wie viel hält der aus? Ich will das jetzt nur mal testen. Wie viele Messerstiche waren das? 20? So hat sich jeweils angefühlt. Der kriegt alle Schuss ab und erlebt noch. Also ich muss mir das ernsthaft überlegen. Weil die treffen ja nur noch. Naja, wir werden es ja sehen, wie weit wir kommen mit dem Leben. Boah, hier gab es jetzt aber endlich mal Munition, was man viel zu selten kriegt. Wow. Der trifft aus einer Entfernung. Der schießt nur mit einer Pistole, Leute. Der kann nicht Skills haben von... Weiß ich nicht, mit einer Pistole trifft man vielleicht auf 10 Meter Entfernung richtig was. Aber dann hört das auch schon fast auf. So, jetzt kratz ab. Geht doch. So, nehmen wir das hier mal mit. Gehen wir hier rein. Kommt man hier rein? Okay. Irgendwas habe ich gerade geöffnet. Aber was weiß ich nicht. Boah! Das gibt's einfach nicht. Was ist denn hier gerade aufgegangen? Ah, hier ist was aufgegangen. Was ist das denn? Automatische Schrotflinte und eine Tech-Rüstung. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt einem die Tech-Rüstung? Es hat sich wieder alles hingebeamt. Ernsthaft? Okay, die Schrotflinte ist echt gut. Das muss man schon mal sagen. So, jetzt ist nur die Frage, wie kann ich diesen Fetten da hinten besiegen? Boah! Mein ganzes Magazin ist leer. Ne! Ich habe nur noch den Bogen und das Messer? Ernsthaft? Also das Spiel hat ein echtes Munitionsproblem, wenn man das mal so sagen darf. Die Tech-Rüstung ist ja schön und gut. Aber es zieht mir eindeutig trotzdem immer noch zu viel ab.
Weil man kann hier nämlich nicht so ausweichen. Vor allem, wenn man keine Munition hat. Ich kann es nicht. Weg hier. Ja, natürlich. Beamt euch doch wieder hin. Ich meine, ihr habt es verdient zu leben. Halleluja, ey. Ja. Wo geht's denn hier raus? 3 Schuss. Ein Schuss. Oh. Da will ich rein. Was auch immer es ist, ich will's haben. Und vor allen Dingen ist da Ultraleben. Oh Mann. Ja, natürlich. Spring nur weg. Oh, jetzt stirbt doch. Oh. Wie soll man das denn schaffen mit so wenig Munition? Ich will da rein. Was ist denn hier? Ja, natürlich. Die mit ihren Wärmesuchgeräten. Ich bin draußen. Ich hole mir die Munition. Was anderes hole ich mir noch nicht. Ich will da drinnen dieses... Die Frage ist jetzt nur, wo ist hier ein Schalter? Vor allem, wie weit die schlagen können. Die haben einen Arm von 3 Kilometern. Wie komme ich da verdammt nochmal rein? Kann ich da wieder hochklettern? Nur mal so blöd gefragt. Ich glaube, ja. Oder nicht? Ah! Verdammt, jetzt bin ich abgestürzt. Ach doch, da kann man wieder hochklettern. Oh. Wow. Hier geht's runter. Oh, volles Leben. Die Frage ist, wo ist denn Schalter? Ist hier unten irgendwo einer, den ich noch nicht gesehen habe? Boah, wie oft wir jetzt gestorben sind, ne? Wie viel Leben habe ich? Wow! Wo ist denn der andere? Da. Da ist wieder ein Portal. Da liegt doch was. Ach, das ist ein Fisch. Ich dachte schon. Da ist der Ausgang? Das wäre mal schön. Interessant. Das ist nur die Frage. Da ist der letzte Schlüssel. Ich würde natürlich gerne da nochmal zurückgehen wollen. Blub, blub, blub. Boah. Was der einfach für eine Präzision hat, ne? Normalerweise schießen Gegner auch immer daneben. Heißt es jedenfalls.
komme ich denn da hoch? Geht's hier irgendwo? Oh! Ich weiß gar nicht, kann man hier überhaupt abschießen unter Wasser? Das ist doch bescheuert. Das geht nicht. Na gut, dann schwimmen wir halt mal schnell hier durch. Los, go! Oh nein! Boah, ey! Ich höre doch hier schon wieder was. Ich will die Automatik-Schrotflinte. Oh, hier gibt es auch überall Schrotflinten-Munition! Was ist das denn? Man kann doch nicht rückwärts laufen im Wasser. Oh! Mann, Mann, Mann! Mein armes Nervenkostüm. Waren Sie das jetzt? Hier müsste noch irgendwo Munition sein. Da. Okay. Aber einen Schalt habe ich hier trotzdem nicht gefunden. Ja! Spring mir noch ins Gesicht! Da kommt auch noch einer. Hä? So. Ha! Wie verhält denn der aus? Mama, Mama, Maschinengewehr. Na endlich. Wieder mal keine Munition für Pistole. Tschüss. Okay, hier waren wieder Tech-Pfeile. Mal sehen. Munition. Ah, jetzt bin ich hier oben. Warum treffe ich ihn die nicht? Okay. Oh, Automatik bitte. Vielleicht sollte ich da noch mal reingehen, weil da gab es nämlich noch Munition, wenn ich mich noch richtig dran entsinne. So, letzter Schlüssel. Aber wie ich diesen ganzen, wie ich das ganze Ding aufkriege, das weiß ich trotzdem nicht. Ah, da musste man mal wieder niesen. Normal bei dem Wetter. Ich springe jetzt hier nochmal runter. Weil ich glaube, ich habe Munition, also jetzt nicht alles mitgenommen. Deswegen hole ich mir die noch. Aber so ein richtiger Schalter war hier nicht, oder? Da ist noch Munition. Auch ein Gegner ist da wieder.
So. War das jetzt alles? Geh mal zu, Portal. Gitter. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. 15, da sieht man mal, 15 Schuss konnten wir dadurch noch kriegen. Ah, da ist noch was. Dann haben wir sogar volle 20. Sehr gut. Ja, diese Waffe, das ist leider ein bisschen schade, dass ich die nicht kriege mit dem Leben. Weil da hätte ich bestimmt ein Leben zusammengekriegt. Aber es gibt hier nirgendwo irgendeinen Schalter. Ist ja denn, das ist jetzt aufgegangen. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Weißt du was? Wir schließen mal Level 2 ab. Das war schon... Ha! Da kommt ein Gegner! So. Level 2 abgeschlossen. Puh. Sehr schön. Puh. Wir können jetzt eigentlich fröhlich in die Luft springen und sagen, wir haben es geschafft. So. Das hier war Level 3, ne? Also wir waren jetzt gerade im Level 2 der Dschungel. Und jetzt wäre Level 3 dran. Die alte Stadt. So, und Level 4 muss ja auch irgendwo sein. Ich weiß allerdings nicht wo. Das ist Level 6. Level 4. Okay, ein Teil fehlt uns noch. Und das könnte Level 5 sein. Ne, das ist Level 7. Dann ist das hier Level 5. Da haben wir jetzt ein so ein Teil. Also diese Portale erinnern mich so ein bisschen an so ein Stargate irgendwie, finde ich. Na gut, wir speichern mal. Wir haben es ja doch irgendwie geschafft, wo ich wirklich sehr verwundert bin. Das, was wir geschafft haben. Welches Level ist das hier? Level 6. Ich bin mal sehr gespannt, ob der Schwierigkeitsgrad noch schwerer wird. Ich hoffe mal nicht. Gut, lass uns mal reingehen. Oh nein. Was ist das für coole Musik? Gefällt mir gut. Ist mal ein bisschen was anderes. Was? 6 Schuss? Das ist doch wohl... Ein Hohn ist das. Na los, kommt. Kommt. Der wie bei mich auch einfach immer trifft. Aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich mal Munition. Also ich hoffe, dass es auch genug Munition ist. Aber so wie ich das Spiel kenne... Was? Ich habe ein Problem. Boah, halte doch nicht so viel... Ja, natürlich! Okay, Munition wird nie reichen. Das kann ich jetzt schon mal festhalten. Dem haben wir 73. Ja, jetzt... Komm! Es wird langsam langweilig. So, den konnten wir besiegen. Oh! Ist ja nett von denen. Dass die mir ja erstmal das Reh komplett abballern. Oh, hier gibt es wieder neue Munition für die Schrotflinte. Ich laufe jetzt vor dem Viech weg. Aua! Okay, der kann schon mal nicht die Treppen hoch. Was? Was sind das denn für... Hallo! Hallo! Ich will leben! Ey, wieso kann er nicht da hochspringen? Was ist denn hier jetzt kaputt? Was sind das denn für Uran-Utans? Okay, solange die da rumlaufen, ist mir das Wurst. Hä? Wieso sind da zwei Portale? Okay. Die sind einfach mal zur gleichen Zeit fast aufgegangen. Mal sehen, treffe ich den? Nö.
Super. Was kann ich denn jetzt für die Ferne nehmen? Da ist eine Pistole, wenn ich das richtig sehe. Was? Selbst mit dem Pfeil trifft er? Weißt du was? Wir gehen da mal rein. Yippie! Okay. Und hüp! Und hüp! Und boah, wie weit man hier springen muss, das ist unfassbar. Aber das geht irgendwie noch. Ich hätte ja gerne ein neues Leben. Boah, jetzt wird das immer schmaler. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt aber erstmal gut dabei die Fische. Wir holen uns jetzt erstmal da oben die Leben. Und vor allem Munition. Was? Schrotflintenmunition gibt es ja komischerweise jetzt überall. Noch einer. Der schießt mit dem Blasrohr und trifft besser als die mit ihrer Knarre. Das ist unglaublich. Los, kipp um. Geht doch. Na, kommen da noch welche? Los, los! Pistole gibt 10. Hier war noch einer. Oder auch nicht. Hier leben! Sehr schön. Ich will jetzt auch nochmal hier hoch. Und ich will mal gucken, da gab es doch ein Ultraleben, ne? Da muss ich doch darüber hinkommen. Oh! Was? Alter. Ja, natürlich. Da willst du einmal in das Ultra leben und hast dann da so einen Idioten. Wie fällt der aus? Willst du mich verarschen? Geht doch. Mein größtes Problem ist jetzt eigentlich nur... Was? Hä? 5 Schuss? Das ist alles sowas von... Ich muss jetzt hier schnell laufen. Lauf! So. Okay. So, das Portal könnte jetzt nochmal aufgehen von mir aus. Wir warten mal eben. Wenn das jetzt schon so losgeht. Okay, jetzt ist es da drüben auf und da unten. Und hier oben jetzt auch. Was? Okay. Hier sieht es irgendwie so aus, als ob es hier wieder verschiedene Wege gibt oder so. Da gibt es Munition. Wie viel habe ich denn? Okay, die Schachtel kann ich ruhig mitnehmen. Und hüpp. Und hüpp. Und da rein. Oh. Wir müssten eigentlich bald ein neues Leben kriegen. Ich hoffe es. Zumindest. Boah, überall Stacheln. Wenn wir da reinschwimmen, ich glaube, das kommt nicht so gut. So, geschafft. Wo muss ich denn jetzt lang? Ist das hier egal? Nö.
Doch. Weil blau heißt ja 25 Leben, wenn ich unter 100 wäre. Boah. Yippie! Und die Schachtel-Explosiv-Munition. 10 Stück sind da drin, ne? Oh, mal gucken. So, jetzt gehe ich hier aber rein.